Berlin, 4 Grad, 9.55 Uhr. Hallo, ich bin Johanna. Und ich bin Felix. Wir sind heute für euch beim Schloss Bellevue und besuchen den Bundespräsidenten. Wir sind jetzt gerade im Bundespräsidialamt und hier ziehen sich gerade die Sternsinger um. Ja, und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt einfach mal jemanden zum Interview. Wie fühlst du dich jetzt, wo du weißt, dass du gleich den Bundespräsidenten sehen wirst? Also ich fühle mich natürlich gut, ich bin schon aufgeregt, es kommt langsam, aber ich freue mich jetzt darauf, auf Schloss Bellevue zuzugehen. Wie fühlst du dich jetzt, wenn du weißt, dass du gleich den Bundespräsidenten sehen wirst? Ja, ich bin natürlich aufgeregt, also ich bin schon gespannt, wie der Bundespräsident dann so ist. Und ja, ich bin froh, dass unsere Mühen belohnt wurden und ich bin super happy, dass wir da jetzt hin können, aber auch ein bisschen aufgeregt, ja. Worauf freust du dich am meisten heute? Also ich glaube auf das Anschreiben an der Tür, weil ich meine, das ganze Jahr über steht dann das an der Tür, was ich hingeschrieben habe und das ist halt eine große Ehre. Dort, wo ihr klingelt, dort schenkt ihr etwas ganz Wertvolles. Nicht überall Weihrauch, auch selten Gold und Myrrhe. Nein, ihr bringt etwas, wie ich finde, viel, viel Wertvolleres mit, nämlich Gottes Segen. Weil ihr gemeinsam mit so vielen anderen von Haus zu Haus zieht und manchmal eben auch zu einem Schloss wie heute, entsteht eine Lichterkette der Hilfsbereitschaft an einem solchen Tag wie heute in unserem ganzen Land. Wie fandest du denn heute den Tag beim Bundespräsidenten? Also ich fand es super toll. Der Bundespräsident hat uns sehr nett empfangen. Er war sehr persönlich und es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie fandest du denn heute den Tag? Ja, es war super cool, hat voll Spaß gemacht. Ich bin einerseits traurig, aber einerseits bin ich auch froh, dass es vorbei ist, weil jetzt fällt die Anspannung langsam ab. Haben sich deine Erwartungen erfüllt? Ja, auf jeden Fall. Also es war total cool und so. Bundespräsident war mega nett zu uns und war echt ein toller Empfang. Das war's auch schon wieder. Unser Tag im Schloss Bellevue ist vorbei. Ja, aber bald könnt ihr uns wiedersehen und zwar bei Bundeskanzlerin Merkel. Da sind wir nämlich auch. Bis dann sage ich aber einfach mal Tschüss.